Ja, ein herzliches Grüß Gott hier am Christkindlmarkt in Villach. So immer einer der schönsten Märkte, die wir in Kärnten haben. Schön gemütlich, idyllisch gelegen, einfach was Besonderes. So darf ich herzlich bei uns hier in Villach begrüßen den Singkreis Ossiachersee. Ein herzliches Grüß Gott. Sie haben für uns ganz was Geschwachiges zusammengerichtet. Sie fangen an mit den zwei Liedern. Jetzt fangen wir zum Singen an und dann drauf Weihnacht. Und dazu ein passendes Gedichtle, was der Fredl Winkler geschrieben hat. Gedanken zum Advent. Wenn die Sun gleich bald versinkt, vom Berg der Schnee schon oberblinkt, der Frost drin in die Nägel brennt, dann kommt die Zeit um den Advent. Die Menschen sind dann mehr bereit zur Güte, zur Besinnlichkeit. Wenn's draußen kälter wird, ganz sacht, wenn man bei sich dann Einkehr macht, viel ist passiert, viel wird noch geschehen. Alles ist nicht gut, was wir so sehen. Nur über etwas sind wir froh, bei uns ist Gott sei Dank nicht so, dass Not und Kummer Einzug hält, wie vielerorts auf unserer Welt. Denn wenn man schaut, ist ganz gewiss noch unser Land der Paradies. Drum bitten wir unseren Herrgott wohl, dass immer es so bleiben soll, dass wir uns alle gut verstehen und dass wir keine Waffen sehen, die der Menschheit Unheil bringen. Drum tun wir froh, heut ein Liedle singen. Jetzt fangen wir zum Singen an. Halleluja. Das ist schon ein besonderer Weiß, was so der Singkreis Ossiachersee singt. Geschmeichelt, hin, vorbereitend auf die Adventszeit und schließlich dann hin zu Weihnachten. Und sie die nächsten zwei Lieder, was sie singen, Winterlied und dann rauf ist finster draus. Verwahrt alle Wegel an der Bach und am Eis, aber her durch die Finster kommt der hamlerne Weiß. Ist er weiß voller Frieden, voll himmlischen Trost. Und drinnen im Herz verdringt er die Lust. Als tat uns ein Wunder, tief eine und rieren, auf der eiskalten Erden, hebt die Lieb und zum Blieren. Einige von euch werden sich sicher noch erinnern können, wie es früher so war, wenn man am Land draußen gewesen ist und wenn die Mutter dann hergegangen ist und so in den Ofen eingekatzt hat. Und dann hat es einen guten Brotäpfel gegeben, die hat man reingetan. Wir haben immer gerne ein bisschen mehr Zucker drauf gehabt. Und das möchte ich euch vorlesen jetzt, der gebratene Apfel. Mein Name ist Apfel, bin scherenrund, brot schon im Rohr eine halbe Stunde. Und duften tue ich nicht zersogen, mir geht's ganz gut, ich kann nicht klagen. Hab zwar wohl Sorgen, doch le kleine, und Köten leiden brauche ich wirklich keine. Meine Kinderzeit, mein liebster Heim, war ganz scherner am Apfelbaum. Ich bin ganz oben am Astlein gehängt, die Kinder haben mich nicht erklängt. Zwegen meine scherner roten Wangen, da hätt mein Mann her mögen fangen. Sie haben's versucht mit allen Mitteln. Er stand beim großen Baumer schütteln. Da bin ich runtergefallen, ist groß. Das war schön wach, von Frühtau nass. So ist die Geschichte von einem Apfel, der dann hineingekommen ist und der ganz ein wunderbarer Brotapfel geworden ist. Lieber Gott,
Ja, liebe Gäste, und so kommen wir jetzt hin, schon langsam richtig in die Adventszeit hinein. Dasner Kranz von die Kerzen der Glanz. In unsere vier Wände schmeckt's noch Advent. Der Unfrieden macht krank, huck her auf die Bank und gib mir die Hand, es ist ja Advent. Verzeih und vergiss, wo schwer gewesen ist, wann dein Herz mich noch kennt, jetzt im Advent. War das früher eigentlich? Die Kerzen waren da noch echt, aus Wachs bedocht, das war nicht schlecht. Der Enkel aber glaubt es kaum, echte Kerzen an dem Baum.